Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal 3x3 mit der Werkstatt. Um was geht's heute? Ihr habt vielleicht schon oben gelesen. Ja, ich habe den Jahrestag vergessen. Oh Mann, richtig übel. Aber Gott sei Dank, in Anführungsstrichen Gott sei Dank, war das nur der Jahrestag von meinem Kanal hier. Ich habe es echt verbimmelt. Und zwar habe ich am 15. Februar letzten Jahres 2019 habe ich mein erstes Video hochgeladen. Oder ich glaube meine ersten zwei Videos. Ich glaube den Kanaltrailer und was war's? War es der Schiebestock? Weiß ich jetzt nicht mehr, müsste ich nachschauen. Auf alle Fälle ist der Kanal jetzt schon über ein Jahr alt. Total der Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Und ich habe mir damals vorgenommen gehabt, dass ich, weil ich das ja nur, ich sage jetzt mal, nebenbei mache. Ja? Ich habe mir damals trotzdem vorgenommen gehabt, im ersten Jahr, wenn es geht, möchte ich die 1000 Abonnenten knacken. Ja, jetzt habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass ich das irgendwann so vor dem Jahreswechsel schon geknackt hatte. Das war schon ziemlich cool, da habe ich mich mega drüber gefreut. Aber was jetzt richtig der Hammer ist, dass ich nämlich zu meinem Jahrestag fast die 2000 voll hatte. Ich glaube, es fehlten 20 oder 30 oder so, keine Ahnung. Und jetzt bin ich sogar schon bei 2100 oder irgendwie sowas. Echter Wahnsinn. Ja, voll krass. Ich habe sowieso in den letzten Tagen recht viel, oder was heißt recht viel? Ungewöhnlich viel Erfolg mit meinem Kanal gehabt, sage ich jetzt mal. Für meine Verhältnisse finde ich voll super. Und zwar wegen dem Video von der Säge von meinem Kollegen. Also das scheint wirklich Vollgas und echt saugut bei euch angekommen zu sein. Da überlege ich jetzt schon, ob ich da nicht noch was hinterher schieb, weil das Videomaterial war deswegen auch so schlecht und ein bisschen unkoordiniert, weil das natürlich schon über ein Jahr alt war. Ja, das habe ich damals mit aufgenommen, wie ich das gebaut habe. Da habe ich den Kanal ganz frisch gemacht gehabt, aber da war ich mir noch gar nicht sicher, ob ich das überhaupt liefere. Und zwar, weil ich nicht gewusst habe, ob die Nachfrage wegen solchen kleinen Sägen überhaupt da ist. Ja, und da habe ich ja noch keine Ahnung gehabt. Auf alle Fälle schaut es jetzt so aus, dass jetzt quasi Typ 2 fast abgeschlossen ist in der Bauphase. Und das habe ich aber nicht mitgefilmt, weil ich ja dachte, es interessiert keinen, sage ich jetzt mal. Und wenn er wollt, dann mache ich da Bilder und Schwenks drüber, aber dann ist das Gerät natürlich schon zum größten Teil fertig. Ist aber auch echt nichts Besonderes. Und dann vertone ich das nach. Dann erzähle ich ein bisschen was dazu. Ja, oder vielleicht machen wir es. Nee, live machen wir es lieber nicht. Dann vertone ich das nach und erzähle halt dazu, was mir einfällt und was ich da gemacht habe und versuche das dort irgendwie zu zeigen oder so. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es ruhig unten rein und dann machen wir das. Ja, weil das Projekt ist fast abgeschlossen. Ja, das mache ich auch nicht hier. Das mache ich beim Kollegen oder mache es dann zum Teil in der Garage, welcher Platz und weil das hier herinne einfach nicht geht. Trotzdem, auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Ich habe mich echt gefreut wie Wolle, dass das jetzt hier so explodiert ist bei mir. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt wirklich in der kurzen Zeit so viele Abonnenten da zusammenkriege, dass ich im ersten Jahr schon die 2000, sage ich mal, knack. Die 20, 30, was da jetzt gefehlt haben. Schauen wir mal drüber hinweg. Hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert. Finde ich echt super. Muss ich mal großes Danke an euch sagen. Und mir ist im Schnitt auch aufgefallen, ich habe sehr viel positives Feedback, fast ausschließlich, ja, das finde ich auch ziemlich der Hammer, das pusht einen natürlich. Und dass ich überhaupt die 2000 dieses Jahr geschafft habe, ist mir immer noch ein bisschen ein Rätsel, weil ihr wisst selber, ich mache das ja quasi nur nebenbei. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der seinen Kanal hier irgendwie pusht, damit er irgendwann einmal das Arbeiten oder so aufhören kann und nur noch hier YouTube macht und erst recht nicht machen es wegen der Kohle. Aber ich finde es trotzdem der Hammer, dass das jetzt hier so wirklich für mich wahnsinnig erfolgreich funktioniert hat. Und deswegen werde ich das auch natürlich in diesem Jahr weiterhin betreiben. Mehr oder weniger im gleichen Ausmaß. Ja? Also ich werde jetzt da nicht irgendwie abheben und hier mehr Zeit reinstecken, weil die habe ich nicht. Es geht einfach nicht. Ja, aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn das Feedback so gut ist. Und ich freue mich auch darauf, dass ich das weitermachen kann. Ja? Und ich finde es total stark, dass ihr da auch mit dabei seid. Natürlich habe ich meinen Jahrestag vergessen. Ein paar Tage später habe ich es geschnallt. Was habe ich dann gemacht? Ja, dann dachte ich mir, jetzt bist du ein Jahr dabei, ne? Ist ja wurscht, jetzt gönnst du was. Ne? Egal. Also,
Dann bin ich natürlich gleich mal im Sturzflug auf meine Wunschliste. Ja, und dann habe ich mir natürlich erstmal einen Satz Schraubendreher hier gegönnt. Ja, die sind von was sind die? Kraftmann? Nee. Bergland steht da jetzt drauf, aber die werden unter verschiedenen Namen verkauft. Ist egal, auf jeden Fall, die habe ich mir gegönnt und wenn ich mit meinem Bohrerschrank fertig bin, dann werde ich mir erstmal für meine Schraubendreher irgendwie was für die French Clip machen, so ein Steckhalter oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und zufälligerweise, da habe ich noch gar nicht geschnallt gehabt, dass ich den Jahrestag versemmelt habe, habe ich glaube ich 2 Tage nach dem, ja, 2 Tage nach dem Jahrestag habe ich das erste Geschenk von meiner Amazon-Wunschliste erhalten. Echt, was für ein Zufall, aber ich habe mich saumäßig gefreut. Ich habe an dem Tag einen Haufen Stress gehabt und so viel um die Ohren, ja, und habe richtig die Schnauze voll gehabt. Und dann komme ich später oder abends komme ich dann erst in mein Arbeitszimmer rauf, ja, und dann steht da das Paket. Echt saugut. Ich habe mich so gefreut, ja. Das erste Geschenk jetzt von meiner Amazon-Wunschliste. Ey, vielen Dank. Das habe ich bekommen von Sabine und Andreas. Echt danke. Ich lese jetzt den ganzen Namen nicht vor. Ich finde, das muss nicht sein. Vielen lieben Dank. Echt, ich habe mich wirklich saumäßig drüber gefreut. Was haben Sie mir gegönnt? Eine neue Heißklebepistole, die auf meiner Liste gestanden ist. Dazu mit ein paar Sticks. Ja, und wer jetzt um Weihnachten rum oder so meine Videos verfolgt hat, der sieht natürlich, dass auch mein Dekorations- und Bastelengel hier in Stockwerk höher wahrscheinlich davon mehr profitieren wird wie ich, dass endlich mal was Vernünftiges im Haus ist. Aber auf alle Fälle könnt ihr euch darauf verlassen, die wird intensiv benutzt werden. Jawohl. Vielen Dank nochmal. Echt danke, hab mich saumäßig gefreut. Bei mir war es jetzt so, ich hatte jetzt mal 4 Wochen lang, ohne Witz, ich hatte jetzt 4 Wochen lang, hatte ich Werkstattpause, weil ich unbedingt in meinem Keller weitermachen musste. Ich habe 2 oder 3 Kellerräume, musste ich, die waren jetzt endlich mal fällig, dass ich sie renoviere. Da ist geweißelt worden, da habe ich Strom reingelegt, da sind Sachen weggeschmissen worden und aussortiert worden. Ich habe Regale gebaut, ich habe endlich mal ein Materiallager gebaut für mein Langmaterial, für Balken und so weiter. Das ist jetzt da draußen im Flur. Und bei den anderen 2 Räumen, was sich über die Jahre so ansammelt, ihr wisst es vielleicht selber, schreibt es ruhig mal unten rein, wie das bei euch so ist, ob ihr auch mal so ein Problem im Kellerraum oder so hattet. Ich hatte gleich 2. Reiner Bunker, alles Mögliche ist aufgehoben worden. Ich habe ein Auto nach dem anderen habe ich zum Wertstoffhof gefahren. Ey, Wahnsinn, ich habe so viel weggeschmissen. Ein Teil habe ich noch versucht über Kleinanzeigen zu verchecken oder so, aber ihr wisst es selber, das meiste Zeug bringt man gar nicht mehr los, außer in die Mülltonne. Ja, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber erzählt mal, ob ihr auch schon solche Projekte gehabt habt. Ich dachte eigentlich, dass es innerhalb von einer Woche oder so rum ist, und dann hat mich das echt 4 Wochen lang hat mich das beschäftigt. Ja, ich war jetzt deswegen auch schon immer 4 Wochen lang in der Werkstatt, außer ganz kurz mal für zweimal eine halbe Stunde oder so, da kamen wieder Aufträge von oben für Dekorationsartikel zum Aussägen. Diesmal waren es Kaninchen und Eier für Ostern. Und jetzt ist endlich die Zeit. Jetzt bin ich heute zum ersten Mal wieder herunten und kann jetzt endlich mal wieder wegen hier aufräumen und mal wegen durchkehren und sauber machen. Da bin ich jetzt fast fertig damit und freue mich jetzt schon drauf, dass ich als nächstes meinen Bohrerschrank fertig machen kann, endlich. Der wird allerdings noch ein bisschen brauchen. Ich sehe schon, da habe ich mir wieder einen richtigen Aufwand gemacht, aber es soll ja schön werden. Ob ich dazwischen jetzt noch mal ein anderes Video mit reinhaue, bevor der Bohrerschrank fertig ist, weiß ich jetzt nicht. Entweder ich finde noch irgendwas, das ich früher auch schon abgefilmt gehabt habe, das ich jetzt dann nur noch zusammenschneiden muss und das bringe ich dann vielleicht. Weiß nicht, vielleicht sowas wie meine Materiallager, die ich mitgefilmt habe, zum Teil. Oder vielleicht gibt es auch mal ein erstes
News-Video von mir. Ich weiß nicht, ob ich sowas anfange, weil ich werde das nicht regelmäßig füllen können. Und wenn ich da jetzt so Sachen behandle, wie zum Beispiel, was baue ich jetzt als nächstes und so weiter, ich kann mich nicht immer dran halten. Und ich möchte es mir natürlich auch nicht verscheißen mit euch, wenn ich da immer erzähle, ja, ich baue jetzt als nächstes dieses und jenes für Hinz und Kunz und dann kann ich es aber nicht machen, weil es einfach vom Ablauf her gerade nicht für mich möglich ist oder weil ich dann einfach die Zeit nicht habe, das gerade zu machen oder weil was anderes ganz einfach wichtiger wäre in dem Moment. Also, da muss ich mal noch ein bisschen überlegen. Aber nochmal, echt vielen Dank für die ganze Unterstützung für euch und für den Support. Ich habe mich da, wie der Jahrestag, wie ich ihn endlich mal geschnallt habe, echt, ich habe mich wirklich, wirklich, wirklich richtig gefreut. Und das hat mir so getaugt, dass ich sogar dieses Ziel fast verdoppelt habe, was ich mir vorgenommen habe. Echt fast 2000 Abonnenten. Ja, für das, dass ich da bei Weitem nicht so viel reinschieße wie manch andere. Da gibt es ja Leute, die ballern da richtig drauf. Ja, die haben dann vielleicht die 10 oder 20.000 als Ziel im ersten Jahr. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber für mich war es auf alle Fälle den Meilenstein richtig überstiegen, richtig übersprungen, muss ich schon sagen. Ja, und das geht nur dank euch. Ja, also nochmal vielen Dank, echt vielen Dank nochmal. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, ne, weil mich das so gefreut hat, echt saugut. Dann wünsche ich euch jetzt noch alles Gute. Ja, wir werden uns hoffentlich noch öfter sehen. Ihr kennt die Geschichten. Ich abonnieren, Glocke anmachen und so, echt. Nochmal vielen Dank und ciao, bis zum nächsten Video.